Wunderschönen Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, haben wir hinter mir ein ganz schönes Kfz, und zwar ein BMW M4 G82 Competition. Oder heißt der M4 Competition G82? Auf jeden Fall ist es der neue M4. Motorcode S58, ne? S58, genau. Und wie wir schon bei den Drift Brothers gesehen haben, haben diese Motoren sehr viel Potenzial. Und das werden wir heute mal ein klein wenig ausschöpfen. Ganz wichtig natürlich, folgt uns auf Instagram. Folgt mir, Franz Simon Drift, Simon Motorsport und natürlich auch SMN Motors. Die Links findet ihr in der Beschreibung und abonniert natürlich den Kanal. Abonniert Katar. Könnt ihr aber abonnieren. Abonniert den Kanal und macht die Glocke an. So, heute haben wir Folgendes vor. Das Fahrzeug hat so 17.000 Kilometer auf der Uhr, also gerade mal gut eingefahren. 102 Oktan sind drin und wir werden, ich wollte auch Zeiten fahren, vorher, nachher, aber ich zeige euch das Problem. Problem mit Zeiten fahren ist das hier. Das heißt, so Zeiten fahren leider nicht möglich, wäre ich sehr gerne. Vielleicht können wir das Auto nochmal organisieren, weil der Kunde kommt ganz aus der Nähe, um dann bei schönerem Wetter nochmal Zeiten fahren zu können. Das werden wir jetzt leider nicht machen können. Dementsprechend haben wir das Auto gleich auf den Prüfstand geschnallt. Wir werden, gar nicht wahr, der Tom hat schon vorbereitet. Der Tom hat nämlich schon eine Messung gemacht. Und zwar Serie. Serie hat das Kfz schon gemessen. 510 PS, 650 Newtonmeter sollen serienmäßig anliegen. Und jetzt erzähle ich euch erstmal, was wir überhaupt vorhaben. Also, Serie gemessen hat der Tom schon. Dann werden wir ein OPF-Ersatzrohr montieren und ein Mittelscheinwerfer-Ersatzrohr. Die Hauptcuts werden aber weiterhin bleiben. Dann werde ich den OPF ausschalten per Software sozusagen, VMAX aufmachen und dann mal messen. Mal gucken, was passiert. Ohne OPF brauchen wir gar nicht zu messen. Da haben wir schon viele Anfragen gehabt. Auch bei anderen, bei anderen Fahrzeugen. Nur OPF rausmachen bringt leistungsmäßig nichts Positives, sondern eher was Negatives sogar. Also nur OPF rausmachen ohne Software ist Schwachsinn. Dann werden wir eine Map machen, mit der man, ich sag mal, human ist. Ja, ich sag mal, mit der man nochmal im Ausland fahren kann, mal in Urlaub fahren kann und halt nicht Full Power. Und dann werden wir eine Map machen, die Full Attack Mode ist, alles was geht auf 102 Oktan, denn wir können hier auch den Map Switch programmieren. Das heißt, wir können ganz easy am Lenkrad von Map 1 auf Map 2 switchen zum Beispiel, und dann können wir sagen, gut, Map 1 ist Full Power und Map 2 ist ein bisschen humaner. Das werden wir machen, aber jetzt werden wir uns erstmal angucken, was das Ding Serie überhaupt gemessen hat, und das zeigt der Tom uns jetzt. Also, glaube ich. So, da haben wir es. Also, 510 PS soll er haben, 517 hat er gemessen, 650 Newtonmeter soll er haben, 637 hat er gemessen. Aber, ich muss dazu sagen, ich denke, dass das Fahrzeug mehr Drehmoment gemacht hätte, aber das Fahrzeug ist auf Winterreifen. Als wir die Serienmessung gemacht haben, waren auch noch Winterreifen hinten drauf, und der hat tatsächlich wirklich ein bisschen Schlupf gehabt. Und jetzt haben wir mal einen Sommerreifen draufgehauen. Also quasi einen Reifen auf die Felge, damit wir überhaupt messen können. Weil selbst Serie hat das Ding schon irgendwie Schlupf gehabt, was ich mir gar nicht erklären kann, warum das so ist. Aber er wollte einfach nicht. Jetzt mit Sommerreifen geht das Ganze. Und wenn wir jetzt schon Probleme hatten, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das aussehen wird, wenn das Ding richtig Bums hat. Also 517 PS, 637 Newtonmeter haben wir gemessen. Jetzt ist schon mal der OPF raus und ein Piperkreuz-Luftfilter ist drin und OPF ist ausprogrammiert. Ah ja, und Mittelscheinwerfer ist auch raus. Und jetzt werden wir mal einen kleinen Soundcheck gleich machen. Und dann werden wir das Kfz mal messen. Und dann gucken wir mal, wie viel Bums das überhaupt bringt. Leistungssteigerung in dem Sinne ist bis jetzt noch nicht gemacht. Also das Ding ist schon echt laut. Thank you.
Also, hier haben wir's. Das heißt, mit OPF raus. OPF rausprogrammiert, keine Leistungssteigerung, Mittelstein für Delete und Pipebreakers Luftfilter sind wir jetzt bei 579 PS und 716 Newtonmeter. Das heißt also, das bringt schon ordentlich was. Klar, das, der hat natürlich durch die OPF jetzt noch weniger Gegendruck. Der OPF ist riesig, der ist raus und dementsprechend sehen wir hier auch eine deutliche Mehrleistung und ein deutliches Mehrdrehmoment. Ja, und jetzt werden wir die softere Map mal fahren. Ja, ich muss dazu sagen, deutlich mehr Arbeit als das, was ihr jetzt hier so seht. Ne? Also die Abstimmerei ist, es ist sehr zeitintensiv und nicht mal eben so, wie ihr das seht. Also wir haben jetzt wirklich tagelang in dem Auto gearbeitet und so, dass wir zu den Ergebnissen gekommen sind, die wir jetzt auch haben. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch nochmal, was das Ding auf der Map 1 drückt. So, Map 1 haben wir Full Power gemacht. Also Map 2, meine ich doch. So, was er auf der Map 2 jetzt drückt, mit einer, ich sag mal, humanen Abstimmung. Und das seht ihr jetzt. Wie dieses Ding vom Sound her ist. Ja. Ja, machen wir es. Ich wollte gerade mal zeigen hier. Moment mal eben. Könnt ihr hören, ist sau laut. So, jetzt gucken wir mal. Also, human sind wir jetzt bei 668 PS, 741 Newtonmeter. Das ist wirklich eine Map. Ihr könnt sehen, ich sag mal so bis Drehzahl 5,5 sind wir identisch. Und hier oben drehen wir halt auf. Ne? Ladedruck, Zündung, ne? Hier geht's dann los. Also gute 670 PS, 741 Newtonmeter. Jetzt, meine Freunde, werden wir das Ding jetzt mal richtig aufdrehen, auf 102 Oktan, ohne Wassermethanol, ohne nichts. Und dann gucken wir mal, was geht jetzt hier bei der, ich sag mal, Stage 1 Plus. Getriebe übrigens haben wir auch gemacht. Und jetzt zeige ich euch mal den Map-Switch, mal eben. Klar, Moment. Also, ich mache es alles mit dem Schalter hier. Ihr könnt sehen, momentan dreht sein Messer. Aber machen wir es so. So, hier könnt ihr sehen, dreht es, also der Motor läuft jetzt gerade, ne, klar. Und dann halten wir das hier nach unten gedrückt. Jetzt werdet ihr sehen, was passiert. Gedrückt halten. Zack, wir sind auf Map 1. Und hier, Map 2, Map 1. 2, Map 1. Map 2, Map 1. Also hier haben wir quasi den Map-Switch programmiert. Sprich von 668 PS auf. Ich muss erstmal ein bisschen durchatmen, weil das ist echt wie ein Ritt auf einer Kanonenkugel und ich wäre wirklich sehr, sehr, sehr gerne für euch Zeiten gefahren, aber vielleicht können wir es mit dem Auto noch nachholen. Also, hier können wir mal sehen, wie viel Potenzial in diesem Motor oder Motor, wie ich mal sage, drin steckt. Und mit den kleinsten Umbaumaßnahmen und einer anständigen Software können wir mit dem Ding richtig Leistung machen. Wie viel Leistung, das zeige ich euch jetzt. So, ich habe einfach mal gesagt, hier grün wie die Hoffnung. Grün ist jetzt Full Power Map. Ja, also 755 PS, 920 Newtonmeter. Ihr könnt auch sehen, also quasi mit unserer Full Power Map, wie ich sie so gerne nenne, ist jetzt gut aufgedreht. Ja, also wir haben drehmomentmäßig ordentlich noch Attacke gemacht und leistungsmäßig ordentlich Attacke. Und wenn wir jetzt noch die Cuts entfernen würden und vielleicht noch so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht so E30-Mix oder sowas fahren würden, also quasi 30% Ethanol, dann könnte hier vorne auch ganz, ganz locker eine 8 stehen und das alles mit Serienmotor. Und das, BMW, vielen Dank dafür, das habt ihr echt übelst krass hinbekommen. Also das ist echt der Wahnsinn. Ich kann mir vorstellen, dass das mit 755 PS und 920 Newtonmeter gehen muss wie die Pest.